Ja, wenn ich das jetzt sage, dann wird es, ja, ich schätze mal, die Folge werdet ihr sehen. Heute ist der 19. Am 19. schieße ich auch ab. Das heißt, ihr werdet so um die Folge gegen den 25. sehen ungefähr. Da bin ich schon längst wieder nüchtern. Piep, piep. Nicht du schon wieder. Guten Abend, Mr. Holmes. Abraham. Guten Abend, Hardyman. Hat Abraham Solomonowitsch seinen Laden immer noch nicht wieder geöffnet? Nein, nicht, dass ich wüsste. Haben Sie von dem letzten Mord gehört? Natürlich. Man redet über nichts anderes. Das arme Mädchen. Ich hoffe, Sie finden diese Bestie, die das getan hat. Nö. Wer könnte Ihrer Meinung nach der Täter sein? Ich? Ein Verrückter, so viel ist sicher. Jeder hier in der Gegend schreibt die Taten einem Juden zu. Aber das glaube ich nicht im geringsten. Warum? Weil Juden kein Blut mögen, verstehen Sie? Sie dürfen es nicht essen und müssen das Fleisch vor dem Kochen ausbluten lassen. Sie essen zwar Fleisch, aber berücksichtigen dabei ziemlich viele Regeln. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich weiß, dass ein jüdischer Metzger mit seinem Messer nicht machen darf, was er will. Er muss strenge, koschere Vorschriften beachten. Sie scheinen sich gut damit auszukennen. Nun, auch bei Ihnen kaufe ich mein Fleisch. Meinen Kunden ist es egal, aus welcher Metzgerei es stammt. Die Katzen fressen es sowieso. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich es lieber in einer jüdischen Metzgerei kaufe. Und selbst wenn Sie die Innereien nicht essen, inspizieren Sie sie dennoch, um sicherzugehen, dass das Tier gesund war. Vor allem die Lunge. Und da mein Katzenfutter überwiegend aus Innereien besteht, dürften Sie meine Beweggründe nachvollziehen können. Jo, Innereien. Juden dürfen Innereien essen? Ja. Sie essen zum Beispiel Kalbsniere, soweit ich weiß. Wie groß ist die Niere eines Kalbs? Tja, also das hängt davon ab, ob sie frisch oder gepökelt bzw. gekocht ist. Ist die frische Niere eines Kalbs so groß wie eine menschliche Niere? So ist es, ja. Wissen Sie, Mr. Hardyman, wir beide haben Glück, dass der Mord im Hinterhof Ihrer Mutter schon der dritte des Whitechapel-Mörders war. Wäre es der erste Mord gewesen, würde ich Ihnen nicht so wie jetzt für all die wichtigen Informationen danken. Machen Sie es gut. Was auch immer Sie damit sagen wollen. Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Auf zur Schusterei. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, was der Holmes mit meinte. Und du halt dein Maul, du nervst mich von Anfang an schon, ey. Seit ich das Spiel spiele und das erste Mal gehört habe. So. Guten Abend, Mr. Solomonowitsch. Guten Abend, Mr. Holmes. Wenn Sie wegen der Angelegenheit bezüglich meines Cousins kommen, muss ich Ihnen leider sagen, dass... Die Innereien. Bevor Sie fortfahren, muss ich Ihnen eine Frage von größter Wichtigkeit stellen. Welche Innereien dürfen Menschen jüdischen Glaubens essen? Nun, die gleichen wie Sie. Niere, Herz, Leber? Ja. Wie werden diese Organe zubereitet? Die Niere wird gekocht, das Herz oft fein geschnitten und auf einem Spieß zubereitet und die Leber immer gegrillt. Von welchen Tieren stammen diese Innereien? Rind oder Kalb. Und der Verzehr von nicht koscherem Fleisch wäre für einen Juden ein schlimmes Vergehen, nicht wahr? Ja, in der Tat. Aber worauf wollen Sie hinaus? Metzger aus Elke. Wenn ich Ihnen sagen würde, was ich denke, Mr. Solomonowitsch, würden Sie sich die Ohren zuhalten, um den Satz nicht zu Ende hören zu müssen. Es geht um eine Angelegenheit, die hunderte Mitglieder Ihrer Gemeinde erschüttern wird und einige sogar noch schlimmer treffen könnte. Ich frage Sie jetzt ein letztes Mal, bevor ich die Behörden einschalte, die, und das versichere ich Ihnen, weniger geduldig sind als ich. Wissen Sie, wer der zweite Joseph ist, der Metzger aus Aldgate, den Ihr Cousin aus dem Imperial Club kennt? Sein Name lautet Joseph Hyam Levy, aber ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nichts über ihn, außer, dass er ein Mitglied des Imperial Clubs in der Duke Street ist. Das ist die Straße nach der Church Passage, wenn man aus Richtung Mitre Square kommt, richtig? Richtig. Danke. Sie haben uns beiden sehr geholfen. Hören Sie mir genau zu. Finden Sie im Kreis Ihrer Familie 4 oder 5 kräftige Männer, denen Sie rückhaltlos vertrauen können. Warten Sie hier mit ihnen, bis ich zurückkomme, oder Sie eine Nachricht von mir erhalten. In Ordnung?
Aber wenn Sie mir sagen würden... Später, Mr. Solomonowitsch, später. Auf zum Imperial Club. Imperial Club, Imperial Club, Imperial Club, Imperial Club. Ah, der Imperial Club. Mal sehen, ob ich hier Joseph Haim Levy antreffe. Nö. Oder? Guten Abend, Sir. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen, Sir? In der Tat. Oh, oh. Ich habe eine wichtige Nachricht für Mr. Joseph Levy, den Metzger aus Aldgate. Bedauere, Sir. Mr. Levy ist im Augenblick nicht im Club, aber Sie können gern auf ihn warten. Vielen Dank. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Seine Adresse vielleicht? Es handelt sich wirklich um eine dringende Angelegenheit. Tut mir leid, Sir, aber wir geben keine Informationen über Mitglieder des Clubs an Nichtmitglieder weiter. Ich verstehe. Dann trag dich ein. Ich muss einen Weg finden, um in den Imperial Club zu gelangen, ohne durch die Eingangshalle gehen zu müssen. Ohne durch die Eingangshalle zu gehen. Stemm ein Loch in die Decke, ohne durch den Boden und dann geh durch. Was hältst du davon? Das könnte sich als nützlich erweisen. Aha. Eine Mitteilung, in der alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde dazu aufgefordert werden, nach den Gerüchten über die Whitechapel-Morde Ruhe zu bewahren und wachsam zu sein. Was? Mitteilung des Oberrabbis der Whitechapel-Morde wegen schwer auf unserer Gemeinde. Daher müssen wir uns jetzt beispielhafter als zuvor verhalten, äußerste Wachsamkeit walten lassen. Jüdische Einrichtungen wie Synagogen, Läden und Clubs werden möglicherweise Ziel feindseliger Übergriffe. Wir müssen versuchen, derartige Vorfälle möglichst zu vermeiden. What? Kann ich noch etwas für Sie tun, Sir? Nein. Ja, bin ich. 21 Uhr, Informationsveranstaltung über Einbürgerung. Wie wird man ein Bürger Ihrer Majestät? Der Ablauf und Information. Wisst ihr Bescheid? Habt ihr verstanden? Ich nicht. Gut. Den Stimmen und dem Applaus nach zu urteilen, wird gerade eine Versammlung abgehalten. Ich muss vorsichtig sein. Nein, geh rein. Verzeihen Sie, Sir, aber hier haben nur Mitglieder. Ich muss einen Weg... Arschloch. Raus hier. Wir wollen da rein. Ab durchs Fenster. Durchs Fenster. Los. Nö? Okay. Was will ich mit dem Kleiderhaken? Hier ist ein... Was haben wir denn hier? Kohle. Das ist hinter diesem Fass ist ein Kellerfenster. Wenn ich irgendwie in den Kohlekeller gelange... Ja, dann. Dieses Fass steht auf einer Ich muss das Fass umkippen. Will ich doch. Aber du willst nicht. Sag mir, du bist zu schwach beim Umkippen. So. So, damit kann ich eine Hebelwirkung erzeugen. Jetzt muss ich noch etwas finden, womit ich das Fass umkippen kann. Deine Hände vielleicht? Du Noob, Junge, Junge, Junge. So was muss ich tragen. Ja, nee, ich werde nicht bleiben. Ich weiß schon, der ist schlau, der macht's einfacher, der macht's mit solchen Hebelkräften und so einen Kack. Damit sollte ich das Fass um... Aber, naja. Kostet zu viel Zeit und die haben wir mittlerweile immer weniger, weil immer mehr Arbeit... Geschlossen. Das Kellerfenster wurde von innen mit einem einfachen Eisenhaken verriegelt. Dann nimm doch den hier. Und los. Gut. Ich muss den Eingang finden, der in den Club führt. Ich würde sagen, der ist nicht hier oben. Auf keinen Fall. Das könnte Schlüssel. Sich als nützlich erweisen. Tür, Tür, Tür. Leere Blechdosen. Da werden Nieren aufgesammelt. Nee, Spaß. Aha. Gemüse. Schlüssel. Tür auf. Tür auf. Abgeschlossen. Nimm den Schlüssel. Abgeschlossen. Nein, das wäre keine gute Idee. Der Türsteher ist immer noch... Die Küche. Die Tür ist abgeschlossen. Nein, das sollte ich besser nicht tun. In dem Raum wird gerade eine Versammlung abgehalten. Ein bisschen Spannung erzeugen hier. Hoffentlich ist das wirklich der Schlüssel für diese Tür. Verwaltung. Hier werden bestimmt die Informationen über die Mitglieder des Clubs aufbewahrt. Bum, 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 bum.
Ein altes Wörterbuch, Jiddisch-Englisch. Jiddisch? Ein Dokument über ein Gerichtsverfahren. Interessant. Urteilsbruch. New Court, Dienstag, 6. April 86. Vom Mr. Recorder. Maurice Phillips, 30. Moss Wolf, 16. Jacob Levy, 30. Diebstahl von 14 Pfund Fleisch aus dem Sitz von Hyman Simpsons, Arbeitsgeber von Phillips und Wolf. Mr. Klurkläger, Mr. Mäuser, erschienen... Das ist mir viel zu lang, ganz ehrlich. Ist das? Dominoscheine? Einige viereckige Metallplättchen. Seltsam. Seltsam, da fehlen Dokument. Welche. Sir, ich wollte Sie wissen lassen, dass ich Ihnen gerne zu Diensten stehe. Sollten Ihr Club koscheres Fleisch zu besonderen Anlässen benötigen. Das wird garantiert in einem entsprechenden Schlachthof verarbeitet und zur passenden Zeit direkt an Sie geliefert. Ich mache Ihnen einen guten Preis. Zögern Sie nicht, meinen Dienst in Anspruch zu nehmen. Jacob Levy, abgelehnt auf Geheiß von Joseph Hyam Levy. Es muss einen Rechtsstreit zwischen Joseph Hyam Levy und Jacob Levy gegeben haben. So, hier ist der Code. Das muss der Tresor des Clubs sein. Wahrscheinlich finde ich darin, wonach ich suche. Ich brauche etwas. Ja, haben wir hier. Das muss der Tresor des Clubs. Das Schloss ist äußerst komplett. Ja, heilige Scheiße. Kann ich die drehen? Nö. Ich gehe von aus. Angenommen. P. P. Die beiden treffen sich. Hier muss eins sein mit N. Also, nach rechts N. Jetzt habe ich schon zwei Ns, die noch... Oh, das geht schon mal nicht. Das geht schon mal nicht, 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 das geht schon mal nicht. P. Ja. Zum Beispiel können wir das hier machen. Haben wir eins mit N nach links? Nö, doch. Da. Und P. Das passt sogar. S rechts, aber wir haben keine, was hier ist. So vielleicht? Haben wir das Symbol nach unten? Das Symbol nach unten haben wir hier zum Beispiel. Haben wir S rechts? Nö. Nö. Also, können wir zum Beispiel das nehmen? Haben wir noch ein N links? Nee, ne? Nein. Y nach unten. Haben wir ein Y nach unten? Nein, haben wir nicht. Also kann das schon mal nicht die Miete sein. Haben wir eine P. P nach unten. Nö. Also muss das schon mal nach oben gehören, weil wir kein P nach unten haben. Doch haben wir da, verdammt. Also nehmen wir den mal dahin. N nach links haben wir hier und P nach unten haben wir hier. Dann haben wir den nach da. Haben wir ein S nach rechts? Haben wir nicht. Also passt das auch nicht. Haben wir ein S nach rechts? Hätten wir hier. Das nach unten. P nach unten. Und das Symbol haben wir nach links? Haben wir nicht. Was haben wir hier noch oben? Ah, nein, das ist wohl nicht richtig. Naja, hätte so sein können. Pi, haben wir so viele von. Das, nach oben haben wir da. Hier brauchen wir ein T, das haben wir da. Dann brauchen wir ein P nach unten, das hätten wir da. Ein N mit dem hätten wir da. Der sieht gerade ganz gut aus. S haben wir hier. Das Symbol oben haben wir nicht mehr. Nein! Nein! Schade. Ich werde die ganze Angelegenheit drehen würden. Oh, das passt sogar wieder. Pi nach unten mit N. P nach links. Dem. Oh, das passt gut. Oh. N. Verdammt! Jetzt hänge ich wieder. Verdammt! Nein! Es hat so geil geklappt. Bis hierhin. Oh, ärgerlich. Ich muss mal nach oben gucken. So zum Beispiel.
kommen wir so ran, dann kommen wir so ran und dann kommen wir... Ah! Tada! Elementar. Ah, ja, gut. Ich brauche etwas. Brauchst du jetzt schon wieder? Diese Dokumente enthalten einige Wörter in jiddischer Sprache, die man von rechts nach links lesen muss. Oh Mann, oh. Die Kabbalala. Nein, Kabbalala. Keine Ahnung, wie es ausspricht. Lehrte uns die Macht der Gematrie. Was? Hermeneutische Technik, mit deren Hilfe wie alles das Sichtbare wie auch das Unsichtbare mit Hilfe von Zahlen interpretieren können. Folglich wissen wir, dass Lester wahrlich gesegnet ist, dass der Name der Zahl 439 ergibt, was entspricht und so viel wie Mann Gottes bedeutet. Lieber Josef, ich habe die Namen einiger Mitglieder unseres Clubs analysiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Der Nachname von Mr. Base ergibt die Zahl 403 B2 Aleph 1. Stehe ich nicht. Wo ist das B? Habe ich auch ein B, nö. Tar 400, der Nachname von Mr. Hammer ergibt die Zahl 356. HE 5, A ist 1, MEM ist 40, AI ist 70, R ist 200. Hochachtungsvoll Samuel Kluger, PS, bitte sagt Mr. Muhl, dass sein Nachname Lecumio Arsho Blanco entspricht und deswegen die Zahl 346 ergibt. Die Zahl 300 haben wir hier. 300 ist dieser Buchstabe. Verstehe ich nicht. ja. Das heißt, dieser Buchstabe, das ist TH. Haben wir hier einen Buchstabe, der so aussieht? Dann haben wir nicht. Mr. Base ist B, ist für 2. So zum Beispiel. Ha. Haben wir. Der hier ist aus wie ein N. Das N entspricht 1. Also Aleph. A. Dann haben wir das Symbol. Auf die 2, die 2 ist ein B. Wenn ich jetzt raten müsste. Moment. Nee. Ich dachte erst an Abraham oder so. Aber okay, ist es immer nicht. Pi ist 5. 5 entspricht H. Ape, ab, oh, egal. Dieses Symbol entspricht der 6. Die 6. Der Name von ergibt die Zahl 3, 5, 6. Wieso? A plus H ergibt 6 zum Beispiel. Wie bekomme ich die 6? 6. Die Zahl 6. Die Zahl 6. 6, 6, 6, 6. A und H. A und H, also 5. Nee, keine Ahnung, wie kriege ich ins... Weiß ich nicht. Ehrlich nicht. Keine Ahnung. Das Symbol hier entspricht... Wo ist denn das? Bin ich blind? 30. Haben wir irgendwo 30? 30, 30, 30. Nö. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, wie ich auf 6 komme.
Das nächste Symbol ist die 40. Das ist ein M. M. Das Symbol ist eine 70. Das R. Ist doch. Welches Symbol? Ach, A. A, J, J. Wie kriege ich ein A, J zusammen? Hä? Wie kriege ich denn ein A, J zusammen? A, J. AJ. Dann liest es von rechts nach links. Das heißt, könnte die 9. Moment mal. Das Symbol hier. Nee. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Das Symbol zum Beispiel ist die 200 und steht für R. Und hier soll es AJ sein. AJ. Wie kriegt man ein AJ? Wie bekomme ich ein AJ? App. Ich mach's anders. Warum auch immer. Da ging's nicht. Ah. Das Symbol ist ein E. 70. Ist klar. Dann. Mehr. App. Ab. 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 Abo. Nö, nö, nö. Tut mir leid, aber. Macht grad so. Sonst keinen Sinn. Abum. Abu. Abu. Keine Ahnung. Da ergibt gar kein Buchstabe einen Sinn. Wir versuchen es einfach mit jedem wieder.